Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel 4. Wir sind hier immer noch in Crossbill auf der Suche nach Ren, weil die Truppe gemeinsam mit Estelle und Joshua in Hamel nochmal den Toten Respekt zollen möchte. Ja, komm, wir gehen das jetzt hier durch. So, wie läuft dein Laden ohne Papa? Ich war beim Treffen der Business Owners Association heute Morgen. Roy und der Vorsitzende sahen nicht gerade glücklich aus. Anscheinend wird Mai Ling vermisst. Oh nein, die sucht bestimmt. War das ein verlorener Anhänger oder irgendwas? Hatte sie doch verloren. Und ich tippe mal auf Stargazers Tower. ich habe alle Kunden gefragt, die in Frage kommen, ob sie sie gesehen haben. Oder die rein, alle Kunden, die zu mir kamen. Aber keiner hat Mai Ling gesehen. Sie hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um zu verschwinden. Also, Apartments. Und du? Wer bist du? Ein Bürger, ja, danke schön. Aber man weiß es nicht, ne? Also ja, es ist jetzt eine Weile her, dass Crossbell Teil des Kaiserreiches wurde, aber er hat trotzdem noch das Gefühl, dass wir ohne, also gegen unseren Willen in diesen Krieg hineingezogen wurden. Was hat denn der Konflikt zwischen Erebonia und Calvert mit uns zu tun? Ja, ihr sitzt halt dummerweise da so in der Mitte, oder? Ja. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Clarice, schön dich wiederzusehen. Dein Haus war so lange leer. Ich dachte schon, du kommst nie wieder zurück. Ja, tut mir leid, Sarina. Ich dachte, es ist besser für Noel und Fran, wenn ich eine Weile die Stadt verlasse. Ich bin erst zurückgekommen, nachdem die Patrouillen weniger geworden sind. Ach so, aber wenn du vor den Sicherheitsbehörden ausweichen musstest, heißt das, dass deine Töchter immer noch bei der SSS arbeiten? Nicht so laut. Aber ja, Arios und Rishia auch. Sie sind alle im Untergrund. Sie kämpfen fürs Gute. Und sie planen etwas Großes. Und ich musste einfach herkommen, um zu sehen, wie es ausgeht. Für meine Mädels ist kein Problem jemals zu schwer. Ich glaube fest an sie. Clarice, ja, ich bin sicher, du hast recht. Ach, mein Darling, bitte gib Acht auf sie. Hör mal, Olgot, ich habe meiner Mutter geholfen, dass ich gute Deals gefunden habe auf dem Marktplatz heute. Und sie sagte, sie hat meinetwegen 200 Mira gespart. Wow, ganze 200 Mira, das ist ja großartig. Ja, Mutter geht immer zu dem Laden, der am besten aussieht. Aber ich schaue immer, wo es die besten Angebote gibt. Das ist doch ein guter Weg, um meiner Familie zu helfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Deine Mutter war dann glücklich, oder? Ja, sie war sehr glücklich. Und ohne den Rat, den du mir gegeben hättest, hätte ich das nicht hinbekommen.
Ich geb's ungern zu, aber Dankeschön. Ich schulde dir was. Ach, du bist so erwachsen geworden, Sunita. Ich wette, aus dir wird irgendwann eine tolle Börsenmaklerin. Und eine tolle Frau. Also eine tolle Ehefrau. Was? Ehefrau? Wovon redest du denn da, Eugott? Das ist ein Skandal. Ja. Okay, sie ist noch nicht ganz an der Börse angekommen, aber sie hilft zumindest schon mal der Börse ihrer Mutter. Das ist ja ein guter Anfang. Danke, dass du gekommen bist, Sophia. Ich bin so nervös, was den Krieg betrifft. Ich weiß nicht, was ich alleine tun würde. Kein Problem, Krail. Als ich hörte, dass dein Ehemann eingezogen wird, dachte ich, du kannst jemanden zum Reden gebrauchen. Wir sitzen da beide im gleichen Boot. Es gibt nicht viel, was wir tun können, wir können nur aufs Beste hoffen. Ja, die Zeit mit dir zu verbringen ist eine Erleichterung. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich dich vielleicht nie wiedersehe, nachdem ich weggezogen bin. Es ist so surreal, dass unsere Ehemänner da draußen jetzt sind und warten auf den Befehl, damit das Kämpfen losgeht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Sie sind beide so sanftmütig. Sie könnten keiner Fliege was zuleide tun. Selbst wenn es für einen guten Zweck ist, kann ich es nicht ertragen, dass aus den Männern, die wir lieben, Mörder werden. Ja, und was eben auch sein kann, dass die Männer, die er denn zurückbekommt, sich auch psychisch verändert haben. Der Krieg wird sicherlich seine Spuren hinterlassen haben, selbst wenn die jetzt körperlich unverletzt da rauskommen. Selbst wenn er Menschen wehtun muss, bleibt Papa doch immer mein Papa. Ich weiß, es wird hart für ihn da draußen, aber das heißt auch, dass wir ihn nochmal extra doll drücken müssen, wenn er zurückkommt. Colin, du hast genau recht. Das stimmt, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Mein Ehemann wird weiterhin der süße Kerl sein, ganz egal, was passiert. Und so wird es auch mit eurem Harold sein. Ich glaube, höher darf ich nicht, ne? Oh ja, was ist aus deinem Verehrersoldaten geworden? Heute geht der Krieg los. Die öffentlichen Transportmittel verkehren quasi gar nicht mehr. Nichts geht so schnell mehr durchs Tangram Gate. Ich fühle mich nervös. Wer weiß, was von nun an passieren wird. Wenn man alles bedenkt, war die Probe von Ark and Seal doch phänomenal, oder? Sully hat sich so weiterentwickelt. Aber ich wette auch, dass Rishi ja schon über dem Berg ist. Wo wir gerade davon sprechen. Sie ist derzeit überall unterwegs, hauptsächlich im Ausland. Ich hoffe, sie übertreibt es nicht. Oder sie übernimmt sich nicht. Es ist eine große Sorge von mir. Sie hat so die Angewohnheit, sich sehr unter Druck zu setzen. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass sie den Krieg so schnell wie möglich und so menschlich wie möglich beenden werden. Ich kann es gar nicht abwarten, bis Rishia und ich mal wieder auf eine kleine Shoppingtour gehen können. Es ist beinahe Zeit, dass der Krieg beginnt und damit natürlich auch Operation Shining Steel. Wir können natürlich nicht auf eine Seite treten, also wir können ja nicht eine gemeinsame Sache mit irgendeiner Seite machen.
Aber falls du noch Informationen benötigst, weißt du, wen du anrufen kannst. Ja, das weiß ich zu schätzen. Dankeschön. Eure nächste Ausgabe führt euch dann sicherlich an die Front. Ja, schließlich wird Crossbill eine Schlüsselfront sein. Also Crossbill ist quasi gearscht, genau so in der Mitte, also in der Zange. Es ist eine bedrohliche Aufgabe, aber wir können nur dann Informationen aus erster Hand gewinnen, wenn wir uns auch Gefahr aussetzen. Wir sind bereit für die Herausforderung. Und rate mal was? Ich habe es auch geschafft, dass Reigns mit mir gestern Abend Frieden geschlossen hat. Auch wenn sein Herz bei seiner Heimatstadt hängt, ist es doch gut zu wissen, dass ich auf ihn zählen kann, wenn es drauf ankommt. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass du mich so niedergerungen hast. Klingt so, als wärst du in einer schwierigen Lage, Reigns. Also, ja, Grace hat ihn dann überzeugt. Auf ihre Art. Ja, ich fühle mich aber besser, dass ich mir das jetzt von der Seele geredet habe. Selbst an der Front werde ich ständig immer noch Informationen an Mil Mirage weitergeben. Wenn überhaupt, fühle ich mich schlimm, dass ich Grace hier mit reingezogen habe. Ach, sei doch nicht so, Reigns. Wir sind Partner. Ich weiß, du sorgst dich um meine Sicherheit und das weiß ich auch zu schätzen. Aber es gibt Zeiten, wo eine Journalistin keinen Rückzieher machen kann. Wir haben eine Pflicht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, ganz egal wie gefährlich es auch ist. Außerdem begann unsere verrückte Wette ja schon in dem Augenblick, wo heute früh unsere Spezialausgabe erschienen ist. Nun führe mich ins Tal des Todes und lass mich meinen Job erledigen. Der diesjährige Pulitzerpreis ist so gut wie gewonnen. Du bist noch sturer als sonst. Manchmal frage ich mich, ob ich mir hätte eine andere Agentur zum Infiltrieren aussuchen sollen. Naja, wir gehen dann besser mal los. Wir werden unseren Teil tun und du machst deinen. Ja, okay, wir zielen auf dich. Egal wie es was auch kommt, wir werden dafür sorgen, dass die Welt nicht enden wird. Ja, und ich werde unterstützen werde euch unterstützen von hinter den Kulissen her. Okay. Ich habe an meine Familie in Calvert geschrieben. Ich wollte noch sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Sie haben mir zurückgeschrieben und sagten, ihnen geht's prima und haben mir dann gesagt, ich soll das tun, was ich auf meine Weise tun kann. Keine Ahnung, was Gang Ho bedeutet. Ich würde mal sagen, mich haut so schnell nichts um, aber ich denke, ich kann mich noch ein bisschen mehr der Arbeit widmen. Hey Leute, ich habe gehört, was ihr so treibt. Ihr versucht, diese Verrücktheit aufzuhalten, oder? Ah, hier bist du also, Anton. Ja, ich habe sogar Sharon gestern gesehen. All meine Suche hat sich ausgezahlt. Ich konnte ihr endlich mal sagen, wie meine Gefühle sind. Und in der Zeit habe ich sehr viel über sie gelernt.
Und da ich wohl auf absehbare Zeit kein Luftfahrtticket, also kein Flugticket mehr bekommen werde, habe ich mir gedacht, ich bleibe einfach hier. Master Anton, du warst eine hervorragende Hilfe für mich gestern. Wenn du möchtest, kann ich eine sichere Unterkunft organisieren, wo du lange bleiben kannst. Mach dir deswegen keine Sorgen, Sharon. Ich habe gestern ein paar unangemessene Dinge gesagt. Aber ich möchte sehen, was die Zukunft für dich und die anderen so bereithält. Und nur weil ich nichts tun kann, bedeutet das doch nicht, dass ich jetzt weglaufe und mich verstecke. Anton, verstanden. Bitte sei vorsichtig. Ja, auf jeden Fall. Ich bete zu Aidius für deinen Erfolg. Ich habe viele Bekannte in Calvert. Ja, sich gegen die zu stellen, also kriegerisch, wäre sicherlich nicht angenehm. Aber das ist eine ganz andere Sache. Das hat nichts mit meinen Kunden zu tun. Solange hier noch Bestellungen reinkommen, werde ich halt kochen. Gar nicht, waren wir hier jemals drin? Das sind große Neuigkeiten. Ich habe gerade einen Anruf von Kenneth bekommen. Er sagte, er hat einen Great Guardian beim See bei Michelin gesehen. Das ist der Stoff, aus dem Legenden geschrieben sind. Zweigstellenleiter Serdan und die anderen sind bereits rüber, um es sich anzusehen. Der ganze kaiserliche Angelverein wird schon bald da sein. Wenn du Zeit hast, solltest du es dir auch ansehen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich der einzige Fisch, der mir noch fehlt. Die anderen kriegen den ja eh nicht aus dem Wasser. Da müssen wir das machen. Ich will noch mal kurz gucken draußen. Komm schon, das ist nicht lustig. Wo bist du, Meiling? Meine kleine Schwester ist gestern weggegangen, um eine Besorgung zu erledigen und sie ist immer noch nicht zurück. Vielleicht schaue ich mal, ob sie jemand im Nachbardistrikt gesehen hat. Er hat seine kleine Schwester verloren. Das ist ein absoluter Notstand. Ich habe eine Ahnung, dass ich weiß, was da läuft. Aber ich halte erstmal die Klappe. Ja, Arkenziel war toll. Da konnte sie die Zeit ein bisschen vergessen. Aber ihr ist dadurch auch etwas klar geworden. Sich ständig Sorgen wegen des Krieges zu machen, sorgt ja nicht dafür, dass der Krieg verschwindet. Also konzentriere ich mich einfach darauf, das zu tun, was ich tun kann. Ich werde einen Weg finden, um irgendwie meine Familie zu beschützen. Ja, hier waren Militärleute. Sie haben sicherlich viel zu tun. Anglerverein hat auch viel zu tun. Geht um nochmal um den Fisch da beim See von Michelin. Dann haben wir draußen noch eine weitere Person. Beziehungsweise
Euch beide. Puck dreht immer so durch, wenn die Verkäufe starten. Komm schon, sei ein wenig lebendig, wir kriegen mehr Kunden. Dann können wir doch auch Spaß dran haben. Nicht alle Leute schaffen es gut, durch eine Rezession zu kommen. Warte mal, heißt das, wir haben es geschafft? Kommen wir ganz groß raus? Ach so, die Vanilla Dumplings verkaufen sich jetzt sehr gut bei den Soldaten. Sie sind auf unsere Rabattaktion reingefallen. Oder unsere Werbung. An einem Tag haben wir 50.000 Mira verdient. Ja, die Firma P&R ist auf dem aufsteigenden Ast. Ja, jetzt ist der Krieg da. Was für ein schändlicher Tag für Crossbill. Was ich gehört habe, hat es bereits Auswirkungen. Die Kaufleute und die Firma Reinfort distanzieren sich bereits von der Regierung. Die Flitterwochen scheinen vorbei zu sein. Es gibt auch Gerüchte, dass Rebellen und Anti-Regierungsstreitkräfte auch agieren wollen. Ja, du scheinst ja ziemlich gut im Bilde zu sein. Sagen wir mal, ich kenne ein paar Leute, die ganz gern mal plaudern. Ich habe tatsächlich auch noch ein Meeting mit ein paar very important persons, wenn ich hier raus bin. Denn wir müssen alle zustimmen, was wir von nun an tun wollen. Wir müssen uns einig sein. Okay. Ach ja, Mensch, ihr. Xino und Leo. Na, wenn das nicht die Kinder sind... Aber Fee ist nicht dabei. Schade. Es war eine ziemliche Party da. Letzte Nacht. Ich frage ungern, aber... Es ist nichts Besonderes vorgefallen, oder? Ich meine, wisst ihr... Aha. Ganz egal, wie du antwortest. Also es geht um Reens Liebesbeziehung. Ich wusste eben gar nicht, worum es überhaupt geht. Entweder früher oder später wirst du das bekommen, was auf dich zukommt. Kannst du uns Vorwürfe machen, dass wir... dass wir dich verdächtigen... Nachdem du uns unsere Vieh entführt hast auf ein Bankett. Könntet ihr das bitte anders ausdrücken? So kriege ich ja den Eindruck, ihr wollt mich in meinem Schlaf umbringen. Aber okay. Ihr seid wahrscheinlich hier wegen eurer Vorbereitungen. Ja, sowas in der Richtung. Außerdem sind die beiden hier Stammkunden von mir. Ihr Vertrag ist ausgelaufen. Und deshalb unterstütze ich sie ganz umsonst. Aber nur das eine Mal. Sagt aber dafür den Stahlrittern auch mal Hallo. Ja, was auch immer du möchtest. Ah. Rutger war immer gut zu mir. Also,
wird mir dieses hier wahrscheinlich auch früher oder später mal nutzen. Also, wir ebnen euch mal den Weg, damit ihr eure Sache machen könnt. Jetzt ist wahrscheinlich zu spät, aber ich gucke trotzdem nochmal, dass ich nochmal Vieh hierher hole. Jetzt weiß ich gar nicht, Tita wollte, glaube ich, mit Elliot. Kann er mal raus. Hat Elliot in Crossbill was verloren? Ich glaube nicht. Die Salzsäule. Ha, das wird echt schwierig. Aber es gibt nichts, mit dem wir nicht klarkommen würden. Überlass es einfach uns. Wow, es ist eine verdammt lange Zeit, seitdem wir tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht geschäftlich zu tun hatten mit dieser Dame. Wir müssen nochmal extra Vorbereitungen treffen. Also holen wir das Feuerwerk raus, als wäre bereits Neujahr. Also, liefert eine gute Show ab. Ich habe meinen Teil gemacht. Jetzt seid ihr dran, den Staffelstab zu übernehmen. Ja, jetzt wird nicht mehr auf vier eingegangen. Hätte ich vorher dran denken müssen. Achso, warte mal, da gibt's noch hier. Nö. Ach so. Ja, das hier ist jetzt einfach mal eine Gratisdienstleistung. Wenn Jingo euch hilft, kann ich das doch auch machen. Also seht zu, dass ihr bereit seid. Das ist eure große Chance zu glänzen. Ich hatte ja meine Zweifel. Ark and Seal ohne Ilya und ohne Rishia, das konnte doch nichts werden. Aber Sully war so fantastisch. Da hat es mich überhaupt nicht gestört. Sie tanzen zu sehen für einen leuchtenden Augenblick, das hat sich so angefühlt, als ob alles wieder ganz normal wäre. Als ob es den Krieg gar nicht geben würde. Ich habe... Ach Herzchen, schau mich nur an. Jetzt fange ich an zu weinen. Ich werde alt. Wenn Sully und diese jungen Leute immer noch so schöne Dinge erschaffen können, dann weiß ich, dass auch ich die Stärke finde, um weiterzumachen. Ich glaube, ich gehe zur Kathedrale und bete für die sichere Rückkehr unserer Truppen. Ich habe leckeres Brot gebacken. Nichts Ungewöhnliches. Ich mache mir Sorgen wegen Oscar, aber er hat mir versprochen. Und also vertraue ich ihm. Wenn er sicher nach Hause kommt, werde ich aufrichtiger ihm gegenüber sein. Aber es ist nicht, was ihr jetzt denkt, oder? Wie dem auch sei. Ihr seid, habt sicherlich ultra viel zu tun, euch auf den Krieg vorzubereiten und so. Also kommt nur bald wieder zurück. Ja, mach dir um uns mal keine Sorgen. Ach, seitdem Oscar weg ist, ist das nicht mehr das Gleiche hier. Es ist jetzt wieder so,
wie vor der Zeit, als ich ihn unter, also bevor ich ihn unter meine Fittiche genommen habe. Aber ich werde einfach nur sentimental in meinem Alter. Zumindest ist Bennett immer noch da, um den Laden am Laufen zu halten. Bitte probiert was von ihren Sachen. Es ist qualitativ hochwertig und hat gutes Aroma. Ich bin sicher, es wird in kürzester Zeit zu einem großen Hit werden. Pete hat eine Expressausgabe der Crossville Times heute Morgen vorbeigebracht. Eine Gemeinschaftsausgabe zusammen mit der Imperial Chronicle. Ich hätte nicht geglaubt, dass die beiden mal zusammenarbeiten. Es war eine sehr bewegende Ausgabe. Das zu lesen hat mir tatsächlich die Tränen in die Augen getrieben. So verstörend es auch sein mag, ich kann momentan nichts tun, außer fest zu glauben. Zu glauben, dass mein Ehemann und Harold lebendig zurückkehren werden. Oh ja, da müssen wir Juna mitnehmen. Bellheim Apartments. Da habe ich Juna mit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Doch Juna wäre... Na, ne, wäre nicht dabei gewesen. Ne? Mal eben durchzählen. 7 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, wäre nicht dabei gewesen. Wäre sowieso ganz gut, Juna die ganze Zeit in Crossbell dabei zu haben. Ne? Alles klar, Zeit zum Mittagessen. Eins für mich und eins für Lütten. Ach ja, stimmt, er ist ja gar nicht mehr da. Er ist bestimmt schon in Tangram Fortress. Ich wünschte, ich wäre stark genug, um das einfach abzuschütteln. Einfach sagen, ja, ich habe Vertrauen, es wird ihm nichts passieren. Aber wenn ich mich jetzt so den Sorgen hingebe, dann ist es ein Luxus. Denn ich darf es nicht zulassen, dass meine persönlichen Gefühle Einfluss nehmen auf meine Arbeit. Ich werde heute meinen Job so gut es geht erledigen. So wie jeden anderen Tag auch. So einfach ist das. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr alle hier seid. Es tut mir leid. In meinem Kopf dreht sich alles nur noch um den Krieg. Ja, sie übertragen die, den Stand der Dinge übers Radio. Aber es ist wohl alles Propaganda, damit die Leute den Krieg besser unterstützen. Es soll wohl kein Risiko für die Stadt selbst bestehen. Anders als vor 2 Jahren. Na, da würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Ich habe das mit meinem Ehemann besprochen. Und wir haben beschlossen, ein wachsames Auge über die Lage zu haben, damit nichts dergleichen wie letztes Mal passieren kann. Juna, du passt auf dich selber auf. Ich erwarte, dass du sicher nach Hause kommst. Ich bete für dein Wohlergehen. Danke, Mutter. Ihr passt auch auf euch auf.
Ja, ihr müsst euch um uns keine Sorgen machen. Okay, das war jetzt nur ein Einzeiler für Juna. Okay, es ist alles bereit. Ja, sieht großartig aus. Kenana, was macht ihr in meinem Zimmer? Oh, perfekt, ihr seid alle da. Gutes Timing. Hä? Das ist für dich, Ashen Chevalier. Danke, aber wollt ihr mir das wirklich einfach so schenken? Ja, natürlich. Es war immer unser Schatz. Aber jetzt haben wir es hübsch für dich eingepackt. Da haben wir sogar eines von Junas alten Haarbändern für verwendet. Ah, ich dachte doch, das kenne ich irgendwo her. Aber warte mal. Ja, wir wollten dir irgendwie danken. Immerhin hast du unser Leben gerettet. Wir haben uns überlegt, wie wir am besten dir das alles zurückzahlen können. Ja, und das war dann unser Einfall. Ja, vielen Dank. Ich verspreche, ich werde mich gut drum kümmern. Gut. Mutter und Vater sind in letzter Zeit ziemlich trübsinnig. Aber jetzt, wo du da bist, wird es ihnen gut gehen. Wir haben Helden auf unserer Seite. Also haben die üblen Schurken keine Chance. Ja, natürlich. Du, also ihr werdet sicher sein unter dem wachsamen Auge des Ashen Chevaliers. Ja, passt gut auf euch auf, ihr zwei. Und hört immer genau zu, was Mama und Papa sagen. Ja, sicher. Viel Glück, Juna. Lass das Team nicht im Stich. Immer noch schafft es die Performance von Ark and Seal ein Feuer in meinem Herzen zu entfachen. Ich habe noch nie so einen verzauberten Tanz zuvor gesehen. Sully war hypnotisierend wie eh und je, aber auch der Rest der Truppe hat sich selbst übertroffen. Die überwältigende Freude, sie beim Tanzen zu sehen, hat mich wieder nochmal Kind werden lassen. Ganz mein Gedanke. Ich werde es niemals vergessen, selbst wenn ich 100 werde. Performances von Ilya Platier und Rishia Mao sind die Definition von überragend. Ja, was du nicht sagst, du hast mein Interesse geweckt. Ich muss nochmal Ark and Seal Geld hinterherwerfen. Welcher Förderer der Kunst könnte da widerstehen? Ja, in der Tat. Allerdings, sobald der Krieg losgegangen ist, wird es wohl eine Weile nicht möglich sein, so eine Performance auf die Beine zu stellen. Ja, ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern, bis der Friede wieder nach Crossbell einkehrt und ich Ark and Seal nochmal sehen kann, so wie in den alten Zeiten. So, hier wohnt auch noch jemand. Meine Frau ist abgehauen, um sich Ark and Seal anzugucken und hat mich ganz alleine hier gelassen. Wie konnte sie das tun? Und sie redet auch zu dieser mit dieser bekloppten Frau Novasch, als ob sie jetzt beste Freunde wären. Ach so, stimmt, da gab es so diese, ja, diese Angeberstreitigkeiten, also wo er immer versucht hatte, mit der Novasch mitzuhalten und so. So eine Fehde zwischen Neureichen. Ja, jetzt hat sie wohl ja, die Fehde komplett vergessen. Moment, da geht's hoch. Er war auch bei der Probe.
Die Hauptrolle hatte ja dieses Mädchen Sully hier vom dritten Stock. Ich war schockiert. Ich wusste ja gar nicht, dass sie Tänzerin ist. Aber als sie auf der Bühne stand, war ihr Talent für jeden klar ersichtlich. Wahrscheinlich hatte sie deshalb immer so schrecklich viel zu tun. Und deshalb hat sie sich auch nie so um ihr Äußeres gekümmert. Sie hat halt immer geprobt. So wie sie redet, ist immer noch ziemlich vulgär. Aber die Beleidigung ihr gegenüber nehme ich wieder zurück. Ja, hier wohnt die Novasch. Herr McKinnon hat sich ein wenig beruhigt, seitdem wir die Spezialausgabe rausgegeben haben. Das ruft nach einer Feier. Nachdem wir hier alles aufgeräumt haben, natürlich. Heute Morgen habe ich einen Brief bekommen von jemandem, den ich sehr respektiere. Bis jetzt, war er der Meinung, dass er es nicht mehr verdient, Teil meines Lebens zu sein. Ich schätze, er ist besorgt, was den Krieg betrifft. Wenn ich hier fertig bin, werde ich ihm eine Antwort schreiben. Ich werde ihm erzählen von all den Menschen, die ich kennengelernt habe und was wir hier so arbeiten. Ich mache mir auch Sorgen, was so passieren wird. Aber ich muss tun, was ich kann, damit mein Mentor stolz auf mich ist. Da fällt mir übrigens ein, hier hätte ich eigentlich auch Randy mitnehmen können. Das ist auch viel zu spät jetzt für Crossbill. Das ist aber besser spät als nie. Ja, man weiß nicht, wie es hier ausgehen wird. Wir sollen uns nicht umbringen lassen und sind hier immer willkommen. Verdammt, fühlt sich echt gut an. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben, die Zensoren zu übertölpeln und ja, diese Sonderausgabe rauszubringen. Das ist der Kampfgeist der Crossbill Times. Nein, der Kampfgeist vom ganzen Staat Crossbill. Wir dürfen uns nicht vom Kaiserreich rumschubsen lassen. Wir müssen uns genau ansehen, streng ansehen und ja, quasi mal analysieren, was wir so für Menschen sind. Hoffentlich wird die Arbeit, die wir hier leisten, die Menschen dazu bringen, mal darüber nachzudenken. Ja, also zu überlegen, was hat man für die Ideale, was ist einem wichtig im Leben. Ja, also jetzt muss ich wieder solo fliegen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich
oder solo unterwegs sein. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich Azel so sehr vermisse. Erst dachte ich, es ist so der typische Halbstarke, aber der Typ hat sich echt gut rausgemacht. Ich darf jetzt aber nicht niedergeschlagen sein. Das würde er nicht wollen. Ich muss jetzt noch härter arbeiten, um ihn zu ersetzen oder seine Arbeit mitzumachen. So. Der neue Typ hat nochmal eine Schippe draufgelegt, was seinen Rahmen betrifft. Es ist also mehr dahinter, als einfach nur Nudeln in eine Brühe zu tunken. Ich muss hier nochmal wieder vorbeischauen. Ich dachte, dass Koki noch einen langen Weg vor sich hat, aber so langsam hat er den Bogen raus. Dieser Azel muss wirklich ein Feuer in ihm entzündet haben. Aber das war nicht der einzige. Auch die SSS und der Ashen Chevalier, die holen ja auch alles aus sich raus. Es ist schön zu sehen, dass die jungen Leute immer noch Kampfgeist haben. In letzter Zeit kommen immer mehr Soldaten und sie sagen alle, sie mögen meine Nudeln, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe also nicht den falschen Weg gewählt in meinem Leben. Ich kann also mein Versprechen gegenüber Azel halten. Ich wette, Walt und die Saber Vipers halten nicht einen Augenblick inne, wo immer sie auch jetzt sein mögen. Ich muss einen wirklichen Nudelkünstler aus mir machen und das schnell. So kann ich ihnen stolz gegenübertreten, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Oh, du bist Rainer, oder? Da müsste ich nochmal eben einmal kurz wechseln. Hallo, da. Ja, auch jetzt werden noch Leute eingezogen. Man sollte sich geehrt fühlen, wenn man in dem Militär dienen darf. Ah. Irgendwann erwische ich den nochmal. Ja, Arkenziel war toll. Okay, Materialien sind da. Distrained Order, keine Ahnung, was er damit meint, ist auch da. Ja, ich habe alles. Rainer, da sind wir gerade noch mal rechtzeitig gekommen, um dich zu erwischen. Hey, Machias, ich wollte gerade los. Wo wolltest du denn hin? Naja, ich habe nichts zu verbergen. Ich gehe ins Büro des Gouverneurgenerals wegen einer Inspektion. Was, im Ernst? Ja, auf jeden Fall. Ich wurde zwar ein paar Monate lang aufgehalten, aber dieses Mal lasse ich mich nicht abwimmeln.
Kleist und Co. hat uns Beweise geliefert für die illegalen Machenschaften der Regierung. Und jetzt haben wir endlich genug Beweismittel, um sie dafür zur Verantwortung zu ziehen. Okay, das heißt, Hugo hat sich auf jeden Fall gebessert. Der wird das ja organisiert haben, dass Kleist und Co. Rainer hier Material hat zukommen lassen. Wir beginnen mit der Inspektion des Büros des Gouverneurgenerals, um dann noch mehr entscheidende Beweismittel zu erhalten. Und so kommen wir der Korruption auf die Spur. Ich verstehe. Das zu machen, während Rufus gerade nicht da ist, das könnte sie tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischen. Genau. Ich habe ja keine Angst vor dem Gouverneurgeneral oder so. Und ich werde auch nicht irgendjemanden zulassen, dass sich irgendjemand mir in den Weg stellt. Es gibt natürlich immer die Chance, dass die Sicherheitsmitarbeiter des Towers mich rauswerfen, aber da mache ich mir keine Sorgen. Mir den Zugang zu verweigern, ist ja quasi ein Eingeständnis, dass sie was zu verbergen haben. So oder so habe ich dann gewonnen. Ah, ich begreife es. Das heißt, sie machen zwielichtige Geschäfte, oder? Es tut mir echt leid, dass ich dich nicht begleiten kann, Rainer. Ich wünsche dir viel Glück. Ich bin im Geiste bei dir. Danke, Makias, und mach dir keine Sorgen. Du hast bereits sehr viel getan, um mir zu helfen. Jetzt ist es an mir, der Welt zu zeigen, was ein Inspektor des Government Accountability Inspektorat so alles hinkriegen kann. Ich freue mich schon drauf zu hören, was aus euren Plänen wird. Ja, wir geben beide unser Bestes. Okay, das war auf jeden Fall sehr gut, dass ich Makias nochmal dazu geholt habe. Ich weiß nicht, wie das Gespräch sonst verlaufen wäre. Was war hier? Willkommen bei Michelin Wonderland. Wir haben geöffnet wie immer. Auch wenn wir zukünftig unsere Öffnungszeiten reduzieren müssen. Okay, die Leute hier draußen habe ich alle, meine ich. Reinfort Alisa habe ich dabei. Heute ist die Vorsitzende Irina hier wegen einer Inspektion. Anscheinend gibt es große Veränderungen in der Firma. Alle machen sich natürlich Sorgen, welchen Einfluss das auf ihre Jobs haben wird. Vielleicht kriegen wir von nun an noch mehr zu tun. Es ist keine beliebte Meinung, aber ich vertraue Reinfort immer noch. Es wäre vielleicht sogar besser, wenn ich sagen würde, ich möchte die Reinforts unterstützen. Also viel Glück euch allen und kümmert euch gut um Fräulein Alisa. Ja, natürlich. Ja, danke für eure Unterstützung. Ich verspreche, ich werde eure Erwartungen erfüllen. Du musst dir um nichts Sorgen machen, sie ist in guten Händen. Genau, Sharon habe ich auch noch dabei. Vom Hauptquartier der Firma Reinfort aus gesehen, ist das nächste Schlachtfeld die nördlichen Hochlande. Verglichen mit Crossbill ist das ziemlich weit weg vom Kämpfen. Es wäre viel sicherer für die Vorsitzende Irina, wenn sie nach Ruhe zurückkehrte. Aber sie hat allerlei extra Meetings terminiert. Sie wird also so bald nicht gehen. Wir mussten
die Arbeit von allen Abteilungen stoppen, während wir unser Produktportfolio überarbeiten. Das kann auch eine Weile dauern. Wenn ich spekulieren müsste, würde ich sagen, das ist ein cleverer Schachzug, um die kaiserliche Regierung davon abzuhalten, sich da einzumischen. Unsere Vorsitzende ist eine clevere Geschäftsfrau. Wir vertrauen ihr, dass sie die Firma in die richtige Richtung führt. Wegen des Krieges haben wir Grenzen gesetzt, wie viel ein einzelner Mensch von seinem Konto abheben kann pro Tag. Auch unsere Geschäftsstunden werden reduziert. Danke für euer Verständnis. Ich war ziemlich erleichtert, als ich das gehört habe. Denn ich muss jetzt weniger arbeiten. Achso, ja, oder beziehungsweise ich habe jetzt weniger Arbeitszeit, aber ich muss natürlich jetzt sehen, dass ich meine Arbeit dann geschafft kriege in der Zeit. Ja, sie kann echt schnell tippen. Ups. Das sind Leute. Mutter, Großvater. Danke für alles. Oh, ihr seid das. Ah, ihr habt euch wohl um alles gekümmert, was sein musste, bevor der Krieg losgeht. Ja, das haben wir. Und wie läuft's bei euch so? Ja, ich persönlich habe den Befehl gegeben, die Produktion der Zaubersoldaten einzustellen. Wir überarbeiten auch noch unsere Richtlinien zur Waffenproduktion. Bislang hat uns das immer die Regierung diktiert. Und wir müssen auch noch in unsere Fixkosten und unsere laufenden Kosten überprüfen. Ich sag die Wahrheit. Auf keinen Fall können wir alle Ihre Forderungen erfüllen. Wir können diesen Level der Produktion, also diesen Output, nicht gewährleisten. Selbst wenn die kaiserliche Armee Calvert erobert, wird das Kaiserreich nicht in der Lage sein, all die Truppen auch ja in Schuss zu halten. Aber sie werden wohl nicht aufhören. Sie haben immer nur kurzfristige Ziele im Sinn. Ja, es sieht so aus. Wir haben aber keine unendlichen Ressourcen. Aber wir sind ein Geschäft und wir werden das Beste daraus machen. Sie können uns gefangen nehmen oder einsperren, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand sonst die Firma besser führen könnte. Es wird wahrscheinlich zu einer Schlacht des Willens zwischen uns und der Regierung. Ja, das stimmt. Ich bezweifle, dass Heide alles alleine machen kann. Ich erwarte nichts Geringeres von der Vorsitzende und dem Ex-Chef. Ja, aber übertreibt's nicht, Leute. Denkt dran, ihr seid diesmal nicht alleine. Wir leisten auch unseren Beitrag. Ja, natürlich. Alisa, Sharon, ihr kommt besser mal wohlbehalten nach Hause. Ansonsten, mach dir keine Sorgen, Mutter, wir kommen zurück. Ich verspreche, wir werden alle gemeinsam zurückkehren. Ja, komm du auch in einem Stück zurück, Rian. Du musst dich doch um Alisa kümmern und deine Schüler. Ja, das werde ich auch, das verspreche ich. Manchen Leuten ist es einfach egal, was passiert, nachdem das Great Twilight seinen Höhepunkt erreicht hat.
aber wir dürfen unsere Heimat nicht aufgeben. Wir müssen sicherstellen, dass es eine Zukunft hat. Ihr seid noch jung. Kümmert euch um euch selbst. Ihr müsst zurückkehren. Die Regierung wird wohl nicht begeistert sein, dass wir ja die Zaubersoldaten und Waffenproduktion einstellen. Aber ich kann auch hart sein, wenn es drauf ankommt. Macht euch mal um die Firma Reinfort keinen Kopf. Ihr habt eure eigene Mission, die ihr erfüllen müsst. Also kommt sicher nach Hause zurück. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Willkommen, Operation Shining Steel. Leutnant Kayla, dich hätte ich am allerwenigsten hier erwartet. Arbeiten CID und Heiwei irgendwie zusammen? Nein, es ist nicht so seltsam, wie es dir vorkommen mag. Heiwei war ursprünglich mal eine Hilfsorganisation für Immigranten aus dem Osten. Wir haben schon immer solche Deals gemacht, damals in der Republik. Natürlich nur hinter den Kulissen. Wir sind nicht blind, wir sehen, was hier abläuft. Wir haben nur vor, die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Und ja, die Information, die uns der CID liefern kann, gibt uns ein besseres Gefühl dafür, wie die Welt gerade in Stücke zerbricht. Also haben wir dann einen Deal. Ihr bekommt vom CID die wichtigen Informationen und dafür unterstützt uns Heiwei in bestimmten Angelegenheiten. Ja, ich stimme dir zu. Ich freue mich schon, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, das ist jetzt gut, glaube ich. Ja, sie haben das zwischen sich geklärt. Uns steht es nicht zu, die Sache in Frage zu stellen. Jeder neue Kontakt hilft. Man weiß nie, was er uns für Informationen liefern kann. Also, dieses augenkrebsverursachende Gebilde da, diese Festung über Heimdall, hat wohl wirklich die Kraft, die Welt zu zerstören. Für die kaiserliche Regierung ist das bestimmt Nationalfeiertag. Aber ich zeig denen mal, was Heiwei so alles drauf hat. Wir werden den ein bisschen Sand ins Getriebe streuen. Für meine Zukunft und auch für die von Ellie. Ah, seine Gefühle für Ellie sind seine Motivation. Aber wenn er so redet, dann beruhigt mich das. So, können wir mit ihm da hinten auch noch irgendwie reden? Schwierig. Nö. Egal. Mein Plan ist es, in Crossbell zu bleiben und meine Pflichten zu erfüllen. Ich bete für den Erfolg der Operation. Viel Glück, Leute. Es gibt Aktionen im Orcus Tower. Jetzt, wo das Great Twilight akuter wird, wirkt sich das Great Twilight auch mehr auf die Imperial Defense Force aus. Vielleicht sollte sie sich das mal ansehen. Wie wird die Welt wohl zu Ende gehen? Naja, es ist wie Meister Chin sagte.
Ich glaube, wir müssen das auch selbst herausfinden. Wir erwarten große Sachen von Operation Shining Steel. Endlich. Hat lange gedauert. Ganz Crossbell abgesucht. Aber sie war nicht im Stargazers Tower, wie ich vermutet hatte. Hey, das ist doch... Ren, was macht die hier? You're heading back to the fortress, aren't you? Du willst zurück zur Festung, oder? Leaving behind your poor wife and kid to go get yourself killed. Du willst hier deine arme Frau und dein Kind zurücklassen und dich selbst umbringen lassen, mhm. Ja... Sind harte Worte, aber es ist was Wahres dran. Ja, mit Harolds Frau haben wir vorhin geredet. Und mit, genau, Colin ist ja sein Sohn. Mein Trupp und ich werden entsandt, sobald die letzte Lieferung da ist. Ich habe... Achso, Moment. Das habe ich schon wieder vergessen. Natürlich, Colin ist ja Rens Bruder. Oder? Da bringe ich jetzt wieder was durcheinander. Sorry, wenn ich jetzt Unsinn erzähle, aber ich glaube schon, dass wir das ja neulich hatten. Ich komme nur mit den Namen immer dann wieder durcheinander, aber ich meine, es wäre da Colin gewesen. Ich habe von meiner Frau über dich erfahren. Es ist eine Ehre, die junge Dame kennenzulernen, die das Leben meines Sohnes gerettet hat. Ja, zufällig habt ihr die gleiche Haarfarbe. Schon mal drüber nachgedacht, woran das liegen könnte, Harold? Nein, es geht sogar um das Haar. Sehr gut, sehr gut. Was ist denn los? Du scheinst so fixiert zu sein auf mein Haar. Es ist selten, jemanden zu finden, der die gleiche Haarfarbe hat wie du. Oh, tut mir leid, dass ich dich so angestarrt habe. Du hast mich nur an jemanden erinnert. Dein Name war Frau Bright, oder? Sag mir... Wärst du nicht auch besorgt, wenn man dich zwingen würde, dass du weggehen musst und deine Familie alleine zurücklassen musst? Nein, das würde ich mit Sicherheit nicht. Mein Vater ist ein totaler Hypokrit, aber er hat ein gutes Herz. Und mein Bruder versucht immer cool zu sein, aber im Inneren ist er ein Softie. Und dann gibt's dann noch meine Schwester. Wenn, wenn der Sonne Beine wachsen würden und sie voller positiver Energie durch die Welt laufen würde, dann wäre sie das. Sie kommen alle prima ohne mich zurecht. Okay, damit meinte sie jetzt Estelle, also ja nicht ihre leibliche Schwester. Nun, das klingt nach einer wunderbaren Familie. Ja, das auf jeden Fall. Dein erster Name, also dein Vorname ist Ren, oder? Was ich mich frage, der Name Rennie. Sergeant Major... Eine Nachricht. Wir kehren sofort nach Tangram Fortress zurück und mobilisieren nach Zeitplan. Verstanden. Ich fürchte, ich muss gehen. Ja, dann leb wohl, Harold Hayworth. Möge Aidios auf dich Acht geben.
Gib dein Bestes, um zu überleben. Und wenn auch nur für den nächsten Tag. Das könnte ausreichen, damit du deine Frau und deinen Sohn nochmal wiedersehen kannst. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Danke, Frau Bright. Das Gespräch mit dir hat mich gestählt für das, was auf mich zukommt. Wenn das alles vorbei ist, vielleicht können wir uns dann mal zum Abendessen treffen. Die Einladung schließt natürlich deine gesamte Familie ein. Ja, danke. Das machen wir sehr gerne. Dieser Mann da, Ren, war das etwa? I did what I came to do. I have no more regrets about my past. Ich habe hier das erledigt, was ich tun wollte. Ich habe jetzt keine Reue mehr, was meine Vergangenheit betrifft. As for the future, well, that all depends on whether we can overcome the great twilight. Und was die Zukunft betrifft, naja, das hängt halt auch davon ab, ob wir es schaffen, das Great Twilight zu überwinden. Weißt du was? Du hast hundertprozentig recht. Du und Estelle, ihr wolltet euch doch heute treffen. An einer bestimmten Straße in Sutherland. Sollen wir dich mitnehmen mit der Courageous 2? Ja, danke, aber nein. Ich habe meine eigenen Transportmöglichkeiten. Also, leb erstmal wohl, Tita und Rian. Schauen wir mal, dass wir diesen Plan zu einem Erfolg machen. Ja, alles klar. Wir sehen uns bald wieder. Das verspreche ich. Ja, irgendwann. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir das in Sutherland, aber in der nächsten Folge. Nee. Hier. Eine von den beiden Straßen war das. Genau. Ich stelle mich nur schon mal dahin, damit ich das beim nächsten Mal dann weiß. Dass wir denn da diese Nebenquest machen können, nach Hamel gehen können. Ja, Mensch. Da ist wieder kurz was dazwischen gekommen. Es gab noch keine Aussprache. Aber das heißt ja auch, dass Harold überleben wird, weil das kann ja nicht sein, dass in diesem Spiel Ren ihren Vater verliert, ohne dass sie nochmal die Gelegenheit hat, mit ihm drüber zu sprechen. Wer weiß, wann das sein wird. Okay, also, wir sehen uns dann voraussichtlich morgen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.